Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ich war noch mal, ach, der steht ja immer noch, ich habe mich jetzt erschrocken. Ich war noch mal hier in dem Teil, der in der letzten Folge verboten war. Ich werde euch noch mal kurz ein paar Einschnitte, denke ich mal, reinschneiden. Einschnitte reinschneiden, sehr toll ausgedrückt. Ein paar Bilder reinschneiden, beziehungsweise Ausschnitte, so. Was ich noch gefunden habe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum nächsten Auftrag. Und zwar, nee, den Auftrag hatte ich ja schon ausgewählt. Wir müssen nur erstmal gucken, wo der eigentlich ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hat die den Auftrag jetzt nicht mehr drin, den ich ausgewählt hatte? Warum? Ach so, weil das. Ach ja, okay. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank und ein Donnergebräu gegen Gegner. So, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich das überhaupt habe. Unsichtbarkeitstrank habe ich mittlerweile 9. Oh, ein Donnergebräu habe ich jetzt auch. Okay. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Ja. Dann würde ich fast sagen, dann gehen wir. Ich würde sagen, zum Wald, oder? Da hat man ja immer irgendeinen Gegner. Verbotener Wald. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, sowas ähnliches. Ah, schön. Sie sind nicht durchsichtig. Beim vorletzten Mal waren sie ja, oder beim vorletzten oder vorvorletzten Update, da waren sie ja doch sehr durchsichtig. Okay. Da müsste ich jetzt aber erstmal einen Unsichtbarkeitstrank testen. Schaffen und testen. Oh, Moment. Hier erstmal. Habe ich jetzt beide? Jetzt habe ich auch beide, oder? So. So. Teste einen Unsichtbarkeitstrank. Zack. Und dann teste ein Donnergebräu gegen Gegner. So. Revelio. So. Zack. So. Ja. Potato. Akio. Elioso. Wenn ich auf. Wo ist denn jetzt das Viech hier? Ist er schon tot? Okay. Also, ich weiß nicht so, wirf einen Sumpfkrattler auf den Rücken. Ach, ja, das hätte ich natürlich, ja, das hätte ich mit dem Defindo wahrscheinlich machen können. Aber der war ja schon tot. Was? War der Kedavra schmerzlos? Ach, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay. Gut, dann müssen wir wieder zum Schloss. Hogwarts. Und ich würde sagen, das ist der Flügel. Ja, das ist relativ. Sage ja immer, Relativ Reisen nah. erweitert den Horizont. Ja, in unserem Fall auf jeden Fall, weil wir danach dann meistens immer irgendetwas lernen können. Ach so, das ist die Halle. Ja, da hatte ich, glaube ich, schon soweit alles eingesammelt. Könnt ihr euch mal entscheiden, wo ich jetzt genau hin soll? Ich soll die Treppe runter. Okay. Der muss ja irgendwo relativ hier in der Nähe sein. Das ist auf jeden Fall der nächste Punkt, wo ich hinspringen konnte. So, Professor Schahab, kommen Sie mal bitte. Ah, okay. Das ist nicht so weit. Das sieht gut aus. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Tränkestation. Kann man hier auch noch mal was machen? Das ist ja cool. Okay. Professor Sharp. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, habe ich. Und ich möchte noch kurz was sammeln. Und zwar Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen.
insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. So. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Ja. Zauberstab bereit machen. Ja. Konzentration. Okay. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Kann ich mich dann selbst damit schneiden? Der kam flach, aber der kam. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch... Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Klingt gefährlich, aber irgendwie auch aufregend, ja? Das scheint gefährlicher, als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Ja. Sehr schön. Ich find's immer wieder klasse, wenn ich so den beim Reden zuhören kann und die irgendwas erklären oder was weiß ich was. Jetzt ist die Aufgabe weg. Jetzt können wir gerade gar nichts mehr machen. Oh mein Gott, das ging jetzt diesmal wirklich schnell. Ja, das mit den Ballons, das hätte ich auch gerne noch gemacht. Und, ach so, genau, Flipendo, das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie gleichzeitig. Das schauen wir doch mal eben. So, das sind die drei Kampfpflanzen, nehme ich mal an hier. Gleichzeitig kann ich ja schlecht, also nehme ich mal stark an, dass ich damit vielleicht anfange, dann das obere und dann das untere mache. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich das an dem schon machen? Oh, Moment, hier ist noch eine Tür. Hallo, Homura. Aber eigentlich haben wir davon alles, oder? Ah, ist leider nichts Neues rausgekommen. Schade. Ich könnte es mal mit dem probieren, dass ich die alle versuche zu benutzen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Aber gut, wir probieren es. Super. Oh, perfekt. Ja, geil. Ich wünschte, ich könnte diese
Pflanzen gerade bei meinen Nachbarn anwenden, die schon wieder jetzt die Rollern runtergemacht haben. Ich meine, da gehören auch Doxy-Eier rein. Revelio. Hallöchen, ist irgendwas passiert? Nee, sitzt du nur so rum? Okay. Hallo, wie schön. Hi. Sie zu sehen. Ja, ach so, das hatten wir ja auch nicht gelöst. Das können wir mal eben zwischendurch machen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Okay, dann haben wir die 10 und die 012. Also sind wir bei 8. Das war hier und... Achso, 0, das sind 9 insgesamt, ne? Also die Spinne. Ich wollte gerade sagen, die nicht hier drin ist, oder was? Habe ich mich jetzt verrechnet? So, jetzt kommt es wieder. Moment, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt 12. Und 9 ist das Abrechnen, ne? Das heißt 0, 1, 2, 3. Dann sind das diese Drachenköpfe. Das war hier oben, das weiß ich noch auswendig, weil wir hier öfter mal vorbeigelaufen sind. Diese Drachenköpfe. Hier, genau. Das ist im Übrigen tatsächlich das Einzige, was ich bisher gefunden habe. Nee, ich glaube, eine Tür habe ich zwischendurch noch mal gesehen. So. Sehr schön. Aber wir sollten noch bald wieder was verkaufen, glaube ich. Oh, Sammlung, runde Gemälde. Ah, okay. So, dann können wir jetzt gut und gerne zurück zu Professor Garlic gehen. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wer das überhaupt ist. Aber wenn das... Ach doch, das müsste die Dame von den Pflanzen, von der Pflanzenkunde sein. Ja, wir sind auch gerade hier im Pflanzenraum. Weil das ja diese Kampfpflanzen quasi waren. Das ist irgendwie logisch. Och, geht mir doch mal alle aus dem Weg hier. Nee, ich muss oben rumgehen, ne? Ich hab's geahnt. Okay. Professor Garlic! Hallo! Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Nein, ich bin's nur. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar! Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Ja. Kinn hoch, locker halten. Okay. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Unnötig zu erwähnen, dass ich tatsächlich das Kinn hochkriegen habe, oder? Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Ja, das weg. Ob ich in der Tat nicht so günstig. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber nein. Bitte, achten Sie auf die Pflanzen. Professor, ich habe mich gefragt, woher Sie kommen. Ach, wie nett, dass Sie fragen. Also mal sehen, ich wuchs in London auf, direkt an der Themse. Wie schön. All die Sehenswürdigkeiten und der Trubel der Stadt. Für manche, ja. Ich habe immer davon geträumt, auf dem Land zu leben. Oh. Erst in Hogwarts fühlte ich mich wirklich zu Hause. Allerdings hat es einige Zeit gedauert. Und obwohl ich inständig hoffe, dass sich hier jeder Schüler am Ende so zu Hause fühlt wie ich... Ist das nicht immer der Fall? Ich schätze, das ergibt Sinn. Jeder von uns blüht anders, nicht wahr? Einige gedeihen im Schatten wie die Teufelsschlinge, während andere sich nach der Aufmerksamkeit von springenden Knollen sehnen. Und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene Weise. Ich war furchtbar nervös, als ich im Schloss ankam. Wissen Sie, als Kind wusste ich nämlich nichts über Hexen und Zauberer. Sie können sich sicher denken, wie erstaunt ich war, als ich meinen Brief aus Hogwarts erhielt. In meinen ersten Tagen hier verbrachte ich viel Zeit allein. Im Gewächshaus oder in der Bibliothek. Das verstehe ich. Ja, es dauert eine Weile, bis man sich hier eingewöhnt hat. Ganz genau. Und ich hatte unglaublich viel Glück. Tatsächlich nahm ich eine Siebtklässlerin in den ersten Tagen unter ihre Fittiche. Sie ist bis heute eine teure Freundin. Was für ein Glück. Allerdings. Die Freundschaften, die Sie hier in Hogwarts schließen, werden sicher ein Leben lang halten. Aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine Lieferung der magischen Rübe.
Mr. Teasdale hat mir eine ganze Auswahl an Samen versprochen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich da helfen? Wenn ich von jedem Samen eine bekomme, dann hole ich die gerne. So, und nein, ich möchte eigentlich nicht üben. Allerdings wollte ich mal gucken. Moment. Es ist so blöd, dass wir nur so wenig davon haben. Also das sind auf jeden Fall die, die ich für einen Angriff benutze. Werde ich natürlich später sicherlich noch ändern, wenn ich die unverzeihlichen Flüche bekomme. Gut, das sind die... Ja, die brauche ich eigentlich nicht. Das Link brauche ich höchstens mal zum Aufbauen. Aber ob ich die jetzt noch brauche, weiß ich nicht. Dann könnte ich theoretisch da jetzt erstmal... das und das dürfte Flipendo sein, genau. So. Flipendo. Damit könnte ich ja rein theoretisch so ein Viech auf den Rücken legen, ne? Revelio. Die haben sich aber nicht erneuert. Moment. Das ist aber draußen. Was ist denn das für ein blaues Zeug hier? Moment. Aha. Ach, das war der... Oh, okay. Okay, den haben wir ja schon mal gehabt. Die kann ich auch wieder einsammeln. Aber nur einmal, ne? Ja, habe ich schon gedacht. Oh, da hinten die ist richtig groß geworden. Aber gut, ich meine, im Endeffekt haben wir die ja alle. Was muss ich jetzt machen? Moment, meine nächste Aufgabe... Ich wollte eigentlich auf die Aufträge gehen, aber okay. Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen lassen und rund ums Quidditch-Feld. Dann kriege ich Glacius. Ich würde sagen, da sich das anhört, als ob das jetzt nicht so lange dauert. Ich denke mal, das andere wird ein bisschen länger dauern mit dem Troll. Dass ich mich mal auf die Suche mache. Achso, ich sollte mal meine Ausrüstung wieder ein bisschen austauschen. Das kann ich aber eigentlich auch offline machen. Ich meine, ihr wisst ja, wie das Ganze geht. 39, 45. Dann nehmen wir die. Die werde ich jetzt mal ein bisschen austauschen gegen die beste Ausrüstung, die ich bekommen kann. Dann werde ich den Bahnhof suchen, beziehungsweise wir fangen erstmal hier vorne beim Quidditch-Feld was, glaube ich, an. Und ja, ich schneide das Ganze dann ein bisschen zusammen, damit das nicht ganz so lange dauert. Also ich sag mal, bis gleich. So, wir sind jetzt beim Mordausgang von Hogwarts. Ah, und ich sehe schon die ersten Bälle. Wobei, ich sehe nur einen Ball. Wir müssen aber 5 zerplatzen lassen. So, da unten ist noch einer. Irgendwo hier oben habe ich doch noch einen gesehen. Ach, da oben, ja. Und da war noch einer. Und muss man mal eben schauen. Da müsste irgendwo noch einer sein. Ach, da hinten, ja. Die sieht... Ah doch, die sieht man doch dadurch. Ich wollte gerade sagen, die sieht man natürlich gar nicht damit. So, perfekt. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann muss ich jetzt nur noch herausfinden... Ja, wo eigentlich der Bahnhof von Hogwarts ist. Ich zeige euch das Ganze natürlich gleich. Da ist, glaube ich, ein Übergang. Bis gleich. Hier ist der Zug von Hogwarts. Er fährt. Sehr, sehr geil. Das heißt, irgendwo muss doch jetzt entlang dieser Linie... theoretisch auch der Bahnhof liegen. Ach so! Ach, ich bin so blöd. Ich glaube, der wird mir angezeigt. Nee, oder? Ja gut, ich fliege da mal bis dort hinten hin und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. So, hier ist der Bahnhof und ich denke, dass das dann auch die Ballons sein werden, die ich platzen lassen soll. Du sollst nicht in eine andere Richtung... Ja, genau, genau. Okay, genial. Zack, da hinten ist noch einer. Ich
dachte, der Besen ist sehr stabil beim Fliegen. Habe ich mich wohl getäuscht. Stand nur auf der Bedienungsanleitung drauf. Achso, ich dachte, da wäre schon was. Da ist noch einer, aber da müsste doch eigentlich noch einer dann sein. Oh, was ist denn da unten los? Da ist gerade ein Stand komplett verkleinert. Revelio. Da unten ist noch mal... Ja. Wo ist denn der letzte Ballon? Hallo? Habe ich was verpasst? Ballönchen? Ach, da unten. Wieso wird der denn nicht angezeigt? Ach so, weil er zu weit weg ist wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Jetzt zeigt er den natürlich an. Ja, super. Jetzt, wo ich den gefunden habe. Klasse. Ja, perfekt. Dann können wir zurück zu Madame Kogawa. Die Frage ist jetzt nur, wo ist die? Das dürfte der Flügel sein. Und gehen wir da hin. So, auf der Seite. Ach, das ist die von der Flugstunde. Ah, ja. Ist eigentlich logisch. Nee, danke. Euer nicht ganz so tolles Akio-Spiel könnt ihr euch sonst wohin schmieren. Ich werde das zwar auch mal irgendwann machen, aber nur, wenn ich wirklich die Nerven dazu habe. Und ich denke auch, dass ich das offline machen werde. Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie den Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wollte gerade sagen, da fehlt der Punkt, aber das könnte einen Punkt darstellen, ja. Ich wage es zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Ja, und direkt schon mal die ganzen Champions hier an der Wand, so wie es aussieht. Frau von und zu. Also, Schloss auf Stufe 2. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Vertraut, ja, aber besser fliegen kann ich dadurch immer noch nicht. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Danke. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Sehr gut. Ja. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Und was kann der? Das hat mir noch keiner gesagt. Wo soll ich den denn... Warte mal, da ist genau das Gleiche drin. Ja, würde ich sagen, mache ich den hier rein. Wo ist er denn? Das ist die Findo... Ah, da oben. Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Mhm. Aber ich will die ehrlich gesagt drin lassen, die jetzt hier drin sind. Also ich probiere es mal hier auf dem Platz ein. Wo soll ich den denn bitte im... Achso, da. Okay. Ne? Ja, das war's dann schon. Dann würde ich sagen, da ich den ja jetzt wahrscheinlich eh noch nicht gebrauche, dass wir den Defindo-Zauber erstmal da reinsetzen, weil das ist, Nee, Moment. Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu? Doch, das ist doch das, wo man auch mit abschneiden kann. Doch, doch. Wir testen das mal im Schloss. So, die Aufgabe haben wir ja erledigt.
Was nehmen wir überhaupt jetzt für eine Aufgabe? Müssen wir mal eben schauen. Was mit den Trollpopeln? Ja, das wird noch schwierig werden. 9 Stück soll ich von denen holen. Das könnte ich theoretisch machen. Die Flugprüfung würde ich sogar auch noch machen. Könnten wir eigentlich jetzt mal eben machen, oder? Ich weiß nicht, ob das lange dauert. Weil sonst würde ich das nämlich mal eben schnell machen. Beim Quidditch-Feld. War da nicht direkt vom Quidditch-Feld einer? Nee, anscheinend nicht. Jetzt hat das Ganze so gut gestartet und es wird wahrscheinlich so beschissen enden, dass ich das jetzt nicht schaffen werde, so wie ich mich kenne. Aber gut, wir probieren es trotzdem mal. So. Ein krönender Abschluss. Oder eben auch nicht, man weiß es nicht. So. Leute. Ich bin da, geht mir aus dem Weg. Hey du, Hufflepuff. Hey du, Slytherin. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ja. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Du klingst eifersüchtig, ja. Da ist wohl jemand neidisch auf meinen Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Hufflepuff. Ich denke nicht, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Scheiße. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Also die nicht so schöne Dame von Slytherin. Wo muss ich denn hin? Super. Okay. Muss man die irgendwie für Beschleunigung nehmen? Ja, muss man. Oh, da geht's schon los. Da geht... Nein, nein. Daneben. Ach, das ist sowas von klar. Die Mist hier, den kann ich einfach nicht. Deswegen bin ich auch sowas von froh darüber, dass wir kein Quidditch haben. Damit ich mir das ersparen kann. Ah, das werde ich nicht mehr schaffen. Die ist jetzt schon so weit vor. Nein, geh runter, geh runter, geh runter. Nein. Geschafft. Du brauchst nicht das erste Mal zu haken hier. Dein Ernst. Schon. Ja, natürlich kriege ich jetzt keins von denen. Das macht richtig Spaß. Nicht wirklich. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Nein!
Super. Kann das auch mal langsam zu Ende sein? Flieg! Oh mein Gott! Oh! Aber das ist wahrscheinlich keine Bestzeit oder so von ihr, oder? Oh Gott! Du hast doch geschummelt. Oh. Na gut, du hast gewonnen. Ja! Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das ist mir sowas von egal. Ich will deinen Respekt nicht. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Ja, das heißt, wir können dann auf jeden Fall zu ihm zurückkehren. Das ist ja geil. Bin ich am Überlegen, ob ich das doch nochmal schnell hinten dran schieben soll, weil das jetzt gerade so schön zum Thema passt, natürlich. Das steht hier aber gar nicht drin. Dann müssen wir das so über die Karte machen. Hogsmeade. Achso, da ist aber schon. Es wäre nur schön, wenn ich da. Genau. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wo ist denn da der Eingang? Nee, auf der anderen Seite, ne? Ja. Was merken wir heute von der Welt? Hi, ich bin wieder zurück. Da. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Yes. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Und ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf Sie. Das ist gut. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das heißt jetzt was? Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Ja, okay. Also offenbar kann man wohl nicht direkt wieder mit ihm sprechen, sondern er wird wahrscheinlich eine Eule schicken oder so. Aber wir können die Sachen mal eben verkaufen. Ich hoffe, dass die überall den gleichen Verkaufswert haben. Amphibienschutz stand da gerade, okay. Da wir dadurch aber so viel schlechter werden von den Eigenschaften. Willkommen zurück. Ja. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Moment, Besenverbesserung? Na, wonach suchen Sie können heute? Wir das schon machen? Ach so, hier. Stimmt. Besenverbesserung. Eine Besenverbesserung? Nein. Uns fehlen 36. Wollt ihr mich denn? Oh, das ist nicht euer Ernst. Danke fürs Vorbeischauen. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Das ist ja toll, aber ich habe kein Geld.
Aber es gibt hier eine Möglichkeit, ich wollte nur das Video jetzt nicht so lang ziehen. Es gibt aber eine Möglichkeit, woanders einzubrechen, vorausgesehen, dass die nicht alle das Schloss auf Nummer 2 hätten. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Was für ein Ding? Ach, wahrscheinlich da drin einer von den Blauen, die wir suchen, ne? Also ich guck mal, ob es hier irgendeinen gibt, der eventuell ein Schloss auf Nummer 1 hat. Wo wir dann vielleicht nochmal kurz was klauen können. Und dann, ja, hole ich euch gleich wieder hinzu. Ich habe tatsächlich eins gefunden. So, jetzt hoffe ich, dass hier wenigstens irgendwas mit Wert 40 oder so drin ist. Okay, sag mir bitte, dass das irgendwas für Wert 40 oder 60 oder sowas ist. Hier gegenüber? Nee, gegenüber ist sogar Stufe 3. Okay. Da müssen wir jetzt nur noch mal eben gucken, wo er jetzt eigentlich war. Konkurrenz wegfegen. Genau, hier. So rum. Dann bin ich zwar mal wieder mein ganzes Geld los, also vorausgesetzt, wir kommen auf die 1000, aber gut, ich meine, es gehört ja zur Quest, eine Besenverbesserung zu kaufen. Von daher... Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Ja, ich musste mir nur mal ein bisschen Geld klauen. So, 90, perfekt, okay. Dann kaufen wir eine Besenverbesserung. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Iondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Klar. Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Ja, das werde ich tun. Allerdings nicht in der nächsten Folge. Ich denke mal, da werden wir uns erstmal bei den drei Besen umschauen. Ja, da die Folge doch sehr lang geworden ist, aber zumindest alles zum Thema Besen und Fliegen irgendwie gewesen ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich bin echt schon aufgeregt, wie es weitergeht. Und ich habe ein bisschen Schiss vor den Trollpopeln, die wir ja auch bald besorgen müssen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.